dass wir hintergangen wurden, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung von Facebook, die umstrittene Datenanalysefirma, die nach Angaben ihres inzwischen suspendierten Chefs Alexander Nix einen Großteil des Wahlkampfs für US-Präsident Donald Trump bestritten hat. Es werde alles tun, heißt es in der Klageschrift, die bei einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht wurde. Wie CNN und weitere US-Medien berichteten, Hintergrund ist der dramatische Kurseinbruch der Facebook-Aktie seit Bekanntwerden des Datenskandals. Facebook habe mitteilen müssen, dass es dritten Zugriff auf Daten von Millionen Nutzern ohne deren Zustimmung gewährt habe. Argumentieren die Kläger, da das Unternehmen das nicht getan habe, hätten sie große Verluste erlitten. Der Kurs der Facebook-Aktie hatte am Montag um 7% nachgegeben, was rund 35 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtete. Am Dienstag sackte er erneut um 2,6% ab. Das Unternehmen wollte sich auf Anfrage von CNN zunächst nicht zu der Klage äußern. Cambridge Analytica wurde bekannt als die Firma, deren Datenauswertung Donald Trump zum Sieg bei der US-Präsidentenwahl 2016 verholfen haben soll, möglicherweise mit Hilfe von unrechtmäßig gesammelten Facebook-Daten. Nix, der am Dienstagabend suspendiert worden war, negative Informationen über politische Gegner zu beschaffen. Seine Firma könne Mädchen zum Haus des Kandidaten schicken. Ukrainerinnen seien sehr schön. Ich finde, das funktioniert sehr gut. Eine weitere Vorgehensweise sei, einem Kandidaten viel Geld für seinen Wahlkampf anzubieten, dass der in Fachkreisen angesehene Sicherheitschef Alex Damus Facebook verlassen wolle. Er habe sich dafür eingesetzt, offener über die russische Einmischung in den US-Präsidentenwahlkampf 2016 zu informieren, sei aber von anderen Managern abgebügelt worden. Erst nach Untersuchungen im US-Kongress räumte das Online-Netzwerk schrittweise ein, dass 150 Millionen Nutzer von Facebook und Instagram mit politischer Propaganda aus Russland in Berührung gekommen sein dürften. Quelle: ntv.de.